Am 13. August 1961 hat die Deutsche Demokratische Republik die Berliner Mauer gebaut, weil sie ihre Menschen nie mehr nach der Bundesrepublik Deutschland gehen wollen haben. Es hat nur 24 Stunden gedauert und die DDR hat den Flug von Westen nach Osten gehalten. Während der Jahre der Mauer haben viele Menschen ihr Leben riskiert, denn sie Freiheit im Westen finden könnten. Während dieser Zeit würde die Regierung alle Gedanken, Schreiben und Sprache der Menschen der DDR mit ihrer Polizei, die Stasi, eingeschränkt. Die Berliner Mauer würde bis 9. November 1989 stehen. Wenn die Mauer gefallen ist, ist es eine große Verführung an den Geist der Menschen. Man ist immer frei und man wird nicht eine andere lassen, seine Freiheit zu nehmen. Seit die Mauer gefallen ist, haben die Menschen der DDR viel gut gemacht. Und auch hat die Berliner Mauer viele Ereignisse von Popkultur begeistert. Seit die Berliner Mauer gefallen ist, haben viele Direktoren Filme über das Thema gemacht. Populärer als die anderen sind drei Filme: Das Versprechen, Das Leben der anderen und Goodbye Lenin. Alle sind in den letzten 15 Jahren gemacht worden und die letzten zwei sind für viele Auszeichnungen nominiert worden. Das Leben der anderen hat den Preis für besten ausländischen Film des Oscars im 2006 gewonnen. Am meisten mussten die Direktoren denken, dass sie viele Menschen mit den Filmen über die Mauer begeistern könnten. Goodbye Lenin hat gesagt, was alle anderen sagen wollen haben. Der Mauerfall ist eines von den großen Ereignissen des 1900s und es hat die Menschen und die Regierung aufgeschreckt, weil die Mauer sie jeden Tag erschüttert hat. Wenn ein großer Markstein zerstört würde, haben die Menschen ihre selber gefragt, was am nächsten kommen wird. Die Filme über den Berliner Mauerfall haben diese Fragen nicht beantwortet, aber sie haben uns etwas anderes gegeben: die Fähigkeit, unsere Fragen zu antworten. Seit der Zerstörung der DDR haben deutsche Bands einen neuen Klang entwickelt. Viele Bands haben über die Gefühle des Mauerfalls gesungen. Populärer als andere ist die Band Rammstein. Der Gründer der Band heißt Richard Krisper und er ist ein bisschen vor dem Mauerfall von der DDR geflohen. Er hat einen Klang gemacht, der nicht wie eine vorherige Musik gewesen ist. Die Band Rammstein ist ein Teil von der Musikbewegung Neue Deutsche Härte gewesen. Neue Deutsche Härte ist härte Rockmusik. Und zuerst haben die Bands über ihre neue Freiheit und gegen den Krieg gesungen. Die Anwesenheit der Berliner Mauer und der folgende Sturz der Mauer haben die Gedanken der ganzen Welt für immer verändert. Die Sowjets haben versucht, denn sie haben den Kalten Krieg gewonnen wollen, die Freiheit ihrer Menschen zu unterdrücken. Die DDR hat nur verwendet, die Menschen der Welt gegen sie zu drehen. Seit des Mauerfalls haben Künstler wie Sänger und Direktoren viele Meisterwerke gemacht, die DDR zu demonisieren. Wann die Mauer gefallen ist, hat die DDR der ganzen Welt viele kulturelle Abbilder und Ereignisse von Popkultur gegeben. Die DDR ist ein Versuch den Sowjets gewesen und er ist härter als seine Mauer gefallen.